Hallo, ich möchte in diesem Video über Heilung sprechen. Und mir ist bewusst, dass es wohl eins der Themen ist, was am meisten umstritten ist im Leib Christi. Und gerade deswegen möchte ich einfach ja mehr Klarheit zu diesem Thema bringen, damit die Christen fähig sind, damit wir Kinder Gottes fähig sind, wirklich in der Autorität zu wandeln, die Gott für uns hat, die er uns gegeben hat, um wirklich halt auch in kompletter Gesundheit und Genesung zu wandeln und Heilung auch zu anderen Menschen zu bringen. Genau, also ich möchte in diesem Video, also wahrscheinlich werde ich mehrere Videos über Heilungen machen und ich möchte in diesem Video auf Lügen eingehen, die Christen glauben und anhand der Bibel zeigen, was die Wahrheit dazu ist. Genau, also die erste Lüge, die ich sehen kann, ist, dass verschiedene Christen glauben, dass Heilung mit den Aposteln aufgehört hat, dass es nicht für heute ist, dass das ja alles aufgehört hat mit den Aposteln. Und natürlich ist es nicht so, also natürlich passiert Heilung immer noch und es hat nicht aufgehört. Gott ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit und er heilt genauso heute noch, wie er damals geheilt hat. Und wir können das auch selbst in der Bibel sehen, wenn Menschen sagen, ja, das war nur für die Apostel. Also wir können auch in der Bibel sehen, dass es nicht nur die Apostel waren, die Menschen geheilt haben. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, Vers 6 bis 7 sehen wir, dass Philippus mehrere Menschen geheilt hat. Ich lese es mal kurz vor. Und das Volk neigte einmündig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei, aus vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Also da sehen wir ganz klar, er hat Menschen gesund gemacht. Natürlich Dämonen ausgetrieben und alles, aber er hat auch Menschen geheilt. Und er war kein Apostel. Und das Gleiche gilt auch für Stephanus. Das lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und ich denke mit Wunder und große Zeichen, denke ich auch, dass sicherlich Heilung mit eingeschlossen ist. Und ja, Stephanus war auch kein Apostel. Ja, und auch Hananias war ein Apostel und er hat Paulus geheilt, er hat Paulus wieder sehend gemacht. Das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 9, Vers 10 bis 18. Also wir können schon in der Bibel sehen, dass Heilung nicht nur für die Apostel waren, sondern auch die anderen, einfach die ganze Gemeinde Gottes Menschen geheilt hat, weil Gott uns die Vollmacht gegeben hat. Und ja, das hat nicht aufgehört. Das Gleiche gilt auch für heute. Ich meine, Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 12: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und ich denke, mit diesen Werken ist auf jeden Fall Heilung ingeschlossen, weil Jesus hat alle geheilt, alle, die zu ihm gekommen sind. Und ja, hier auf der Erde sind wir sein Leib, seine Gemeinde und wir sollten Menschen heilen. Richtig, und ich meine, genauso wie der Auftrag es immer noch ist, das Evangelium zu verkündigen, ist auch genau der gleiche Auftrag noch, dass wir Menschen heilen sollen. Ich meine, es hat nicht aufgehört, dass das Evangelium verkündet werden soll. Genauso hat es auch nicht aufgehört, dass wir Menschen heilen sollen oder Dämonen austreiben und so diese ganzen Sachen haben nicht aufgehört. Okay, kommen wir zur zweiten Lüge, beziehungsweise eigentlich sind es mehrere Lügen, weil ich die so ein bisschen zusammengefasst habe. Und zwar ist es, dass Heilung nicht immer Gottes Wille ist. Manchmal heilt er, manchmal nicht. Man kann es nicht wissen. Gott nutzt Krankheit, um uns etwas zu lehren. Oder Krankheit kommt sogar von Gott. Und das ist so schade, weil es schon Christen echt gibt, die glauben, dass Krankheit von Gott kommt oder dass Gott Krankheit nutzt, um uns etwas beizubringen, zu lernen. Und dann gibt es natürlich sehr viele Christen, die sich halt nicht 100% sicher sind, ob das immer Gottes Wille ist, ob Heilung immer Gottes Wille ist. Und weil sie sich nicht sicher sind, können sie natürlich auch nicht in den hineintreten, in ihre Autorität, weil ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, weil der Feind will wirklich nicht, dass wir das erkennen, dass Heilung immer Gottes Wille ist. Weil wenn wir wissen, dass Gott vollkommen gut ist und dass er möchte, dass wir vollkommen gesund sind und vollkommen geheilt sind
Und wenn wir dann auch noch wissen, was unsere Autorität ist, wer wir sind in Christus und dass wir Vollmacht haben, dann sind wir richtig gefährlich für den Feind. Und dann werden wir natürlich auch gegen Krankheit ankämpfen, überall, wo wir das sehen, ob wir das bei uns selber sehen oder in unserer Familie oder auch bei anderen. Weil wenn wir wirklich 100% wissen, hey, diese Krankheit, die ist nicht von Gott und es ist absolut nicht Gottes Wille und das ist vom Feind und Gott möchte diese Person heilen, dann ist es natürlich eher klar, dass wir ja zu diesen Menschen gehen, weil wir wissen, dass es Gottes Wille ist und dass Gott auf unserer Seite ist in dem Fall. Und ja, dann werden wir auch da mehr reingehen, diese Autorität und wirklich Menschen freisetzen, wenn wir das in unseren Herzen verstehen, dass es immer Gottes Wille ist und ja, Gott vollkommen gut ist. Und ja, deswegen möchte ich anhand der Bibel da auch noch mal zeigen, einfach mitstellen, dass es auf jeden Fall Gottes Wille ist, Heilung. Jederzeit, dass Gott da keine Ausnahmen macht. Können das auch auf jeden Fall in Jesus Leben sehen. Er hat jede Person geheilt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, er hat jede Person geheilt, die zu ihm gekommen ist. Er hat keine Person abgewiesen oder hat die Person auch nicht anhand ihrer Sünde oder sowas behandelt und meint so, ja, du hast jetzt eine schlimme Sünde, dich heile ich nicht oder so. Sondern hat die Menschen einfach in vollkommener Liebe, vollkommener Barmherzigkeit, ist er den Menschen begegnet und hat einfach jeden geheilt, der zu ihm gekommen ist. Genau, also das könnt ihr auch nochmal gerne nachlesen, wenn ihr das wollt, zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 15, in Lukas 6, Vers 17 bis 19 und Matthäus 4, Vers 23. Da steht überall, dass er sie alle geheilt hat. Also könnt ihr gerne nachlesen. Und also natürlich wissen wir, dass Jesus auch gleichzeitig Gott ist. Also ich sage da auch nochmal eine Stelle dazu. In Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also Jesus ist ja Fleisch gewordener Gott, ist auf die Erde gekommen, um uns zu erlösen. Und das wisst ihr sicherlich. Und ich meine, das ist auch Gottes Natur. Heilung ist Gottes Natur. Und es ist auch ein Name, den schon im Alten Testament Gott dem Volk Israel gegeben hat. Jahwe Rapha heißt der Gott, der dich heilt. So, es ist seine Natur. Also, wenn ihr das mal durchgeht, die ganzen Namen Gottes, spricht alles von Gottes Natur, wer er ist. Es ist nicht einfach so, ja, er heilt, sondern es ist seine Natur. Er ist Heilung. Und das finde ich halt auch total stark. Und warum sollte er nicht heilen? Also, ja. Was ich aber da auch nochmal sehr interessant finde, weil Jesus hat nur die geheilt, die zu ihm gekommen sind. Und ich sehe da halt echt, dass es wichtig ist, dass wir überhaupt geheilt werden wollen. Weil ich denke, die Menschen, die nicht zu Jesus gegangen sind, die vielleicht trotzdem irgendeine Krankheit hatten oder so, die wollten sicherlich auch gar nicht geheilt werden. Ein Beispiel, eine Person, die extra Geld bekommt, einen extra Zuschuss bekommt wegen ihrer Krankheit und die aber dieses Geld nicht verlieren möchte, sondern wirklich ja, beständig weiterbekommen möchte und hat Angst, wenn sie geheilt ist, dass sie natürlich dann ist ja klar, dann bekommt sie dieses Geld nicht mehr und deswegen möchte diese Person eigentlich gar nicht geheilt werden, damit sie das Geld weiterbekommen kann. Und ich denke, gerade weil sie gar nicht geheilt werden möchte, wird diese Person auch nicht geheilt werden. Ja, so einfach. Also da denke ich, ist es natürlich wichtig, dass wir überhaupt geheilt werden wollen. Und ja, und dann auch wirklich Schritte gehen. Ich denke, dass ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video mache, wie wir unsere Heilung empfangen können. Aber ja, da will ich jetzt gar nicht so weiter reingehen. Das werde ich, glaube ich, im nächsten Video einfach mehr ansprechen. Genau, also ich möchte gerne auch einfach noch auf das Alte Testament zu sprechen kommen. Und zwar gerade im Alten Testament sehen wir ja, dass ne, Gott Krankheit auf Menschen gelegt hat oder auch ja, Menschen dadurch bestraft hat. Und ich kann das total verstehen, weil ich war selber an dem Punkt und ich konnte das nicht verstehen, wie kann denn im Neuen Testament ne, Gott einfach durch Jesus
so liebenswert sein, die Menschen heilen und alles. Und im Alten Testament aber sieht es so aus, als wäre Gott ein komplett anderer Gott so. Und ne, er bestraft die Menschen, er legt Krankheit auf sie und alles. Und ich hatte das auch damals nicht wirklich verstanden und dachte so, hä, also ich konnte nur eher was mit dem Neuen Testament anfangen und das hat mir auch alles viel besser gefallen. Und ja, aber durch die Schule habe ich echt gesehen, hey, die Natur Gottes ist immer Heilung und das, was im Alten Testament war, war halt unter dem Fluch. Also, ich meine, wir sehen im Alten Testament, auch wenn Gott die Menschen durch mit Krankheit oder sowas bestraft hat, das lesen wir zum Beispiel an mehreren Stellen, wo Gott extra sagt, ey, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, dann wird das und das auf euch kommen. Und zum Beispiel in 5. Mose 28, Vers 15 bis 61 sind einfach die, ja, ich glaube, so gut wie die ganzen Flüche aufgelistet, was Gott auf das Volk Israel bringen wird, wenn sie dem nicht gehorchen, was er gesagt hat. Und das Gute ist, dass wir nicht im Alten Testament leben und dass wir im neuen Bund sind durch Jesus. Und Jesus hat uns freigemacht von der Krankheit und er wurde zum Fluch. Und das können wir in Galater 3, Vers 13 lesen. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, dass er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also wir sehen, wir sind frei von diesem Fluch, frei von Krankheit. Also Krankheit war immer ein Fluch im Alten Testament. Es war niemals gut. Also ja, mir ist wichtig, dass ihr das versteht. Auch im Alten Testament war Krankheit nicht Gottes Wille. Aber Gott ist mit den Menschen anders umgegangen, weil Jesus noch nicht da war und ja, in dem Fall es ganz anders war. Und ja, genau, also Jesus hat uns befreit vom Fluch des Gesetzes und deswegen wird Gott nicht mehr Krankheit auf uns legen, weil das alles auf Jesus lag. Er hat es getragen, wir lesen das in Jesaja 53, 4 bis 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen, gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich meine, das war im Alten Testament, hat Jesaja prophezeit und das war Gottes Wille, dass Jesus dafür bestraft wird für unsere Sünden, und dass er auch unsere Krankheiten trägt. Und lesen es auch nochmal in 1. Petrus 2, Vers 24. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also wir sind schon heil geworden. Durch Jesus schrieben sind wir geheilt. Heilung gehört uns. Und wenn uns Heilung gehört, warum sollte Gott dann Krankheit auf uns legen? Genau, also ich hoffe, dass das wirklich diese Lüge aus dem Weg räumt, dass Krankheit von Gott kommt. Und ja, ich möchte auch nochmal darauf eingehen, gerade wo Menschen glauben, dass Gott aber Krankheit nutzt, um uns etwas zu lehren. Und da möchte ich auch ganz auf dem persönliches Beispiel eingehen, weil könnt ihr euch vorstellen, dass eine Mutter oder ein Vater das eigene Kind irgendwie, um denen was beizubringen, bestrafen würde mit Krankheit, wenn also die Mutter oder der Vater die Fähigkeit hätten, irgendwie Krankheit zu verteilen oder sowas, ob diese Person damit das Kind was lehrt, es bestrafen wird oder so. Ich glaube, dass würde keine Mutter oder Vater wirklich machen. Und ich meine, wir, die wir eigentlich ja, geprägt sind von Sünde und ja, verkehrt sind und so, wenn wir schon was Gutes wollen für unsere eigenen Kinder, wie sehr wird Gott das wollen? Ja, und ich möchte noch kurz auf einen Vers eingehen, der oft genutzt wird, um zu sagen, ja, Gott schlägt uns mit Krankheit, um uns etwas zu lernen. Und zwar steht der in Hebräer 12, Vers 5 bis 11. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde.
und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollen wir uns dann nicht mehr viel mehr unterordnen, dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Diese aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Ja, also gerade dieses Wort Züchtigung ist dasselbe Wort, also es ist im Griechischen, wenn ich das richtig ausspreche, BWW, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, bedeutet sowas wie ausbilden, bildet aus, erziehen, Anweisung geben, unterrichten. Und das finden wir auch in mehreren Stellen der Bibel, zum Beispiel in Epheser, in Kapitel 6, Vers 4, wo steht, und ihre Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also da haben wir dieses Wort erziehen. Und eine weitere Stelle ist in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütz zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also nützt so zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung. Und da steht nicht etwas von Schlagen oder so. Dann eine weitere Stelle in der Apostelgeschichte 7, Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und bei mächtigen Worten und Werken. Da ist das Wort gelehrt. Und so gibt es mehrere Stellen, also zum Beispiel auch 2. Timotheus 2, Vers 25. Und wir sehen können, dass es halt oft immer das Wort ausbilden, bilden, erziehen, unterrichten und ja, ermahnen. Also das hat absolut nichts mit Schlagen zu tun oder auch gar nicht mit Krankheit, ja, auf jemanden legen oder sowas. Ja, genau. Ja, ich denke, das war es erstmal damit, um auf diese Lügen einzugehen. Und deswegen mir ist wichtig, dass ihr wirklich darin die Wahrheit erkennt, dass es immer Gottes Wille ist, dass Menschen geheilt werden. Und ich meine, Jesus ist dafür gestorben am Kreuz, dass er hat all unsere Krankheiten getragen, damit wir Heilung haben können. Und warum sollte das dann nicht Gottes Wille sein? Ich meine, warum trägt er es erst und dann tut er es wieder auf uns legen oder so? Das macht ja auch schon gar keinen Sinn. Ja, genau deswegen ist es mir einfach wichtig, dass ihr da wirklich in der Freiheit reinkommt und das erkennt. Genau, also ich denke, dass ich beim zweiten Video einfach mehr darüber sprechen werde, wie ihr eure Heilung empfangen könnt, wie ihr da reintreten könnt. Und ja, genau. Bis dahin.